So war das nicht geplant. Warum habe ich mir die Fackel nicht mitgenommen? Ich habe hier so viele Fackeln gemacht. Hä? Ich habe Fackeln? Okay, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Warum habe ich die eben nicht gesehen? Ja, naja, gut. Jetzt haben wir hier oben gepennt. Und falls wir drauf gehen, spawnen wir hier auch wieder. Ist total toll, was ich mir hier gerade zurecht spiele. Man möge mir verzeihen. Okay, wir gehen jetzt hier wieder runter. Da ist die Treppe. Hoppa, hoppa. Und wieder durch die Höhle des UFO-Manns. Ja, das ist eine sehr verpeilte Folge. Aber das muss es auch geben, ne? Das muss es auch mal geben. Normal ist es ja bei mir immer ganz anders. Ich bin ja normal immer total zielstrebig und gewissenhaft und komme auch immer ans Ziel. Und es läuft immer alles genau so. Oh, es läuft genau so, wie ich das gerne hätte. Dachte der Mann. Okay, wir sind schon wieder da. Alles gut. Oh, das Notenblock. Könnten ja mal den Reaktor anschmeißen. Geht das noch? Oder hat der UFO-Mann sich da die Teile abgebaut und deshalb geht das nicht? Ah gut, dann haben wir so eine Orientierung. Reaktor wieder an. Der Notenreaktor. Okay, und jetzt gehen wir mal in diese Richtung. Hatte ich ja schon gesagt. Die Kiste hatte ich damals schon mit dem UFO-Mann leer geräumt. Die ist also immer noch leer. Mal gucken, ob es hier weitergeht. Fackeln. Oh ja, hier geht's weiter. Hier ist noch ganz viel Kohle und auch wieder ein Spinnenwip. Und Eisen. Das holen wir uns natürlich auch erstmal aus der Wand raus. Ja, Leute, wir brauchen Rohstoffe. Das ist, ist nun mal so. Oh, 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 was ist denn hier? Der kam eben wieder. Manchmal kommen sie wieder, ne? Ist ja auch so ein Film. Okay, hier können wir lang. Sollten wir uns aber ein bisschen ausbauen. Fackel rechts stimmt schon mal. Ich gehe jetzt den Gang hier mal ein bisschen lang. Bring mich zu den Kisten. Und hier ist auch schon wieder dann unser, unsere Schlucht. Unsere Schlucht, okay. So. Die Axt werden wir wahrscheinlich erstmal nicht brauchen. Und da gibt es schon wieder Kohle en masse. Und ich höre immer noch das Pochern von UFO-Manns Raumschiff. Das ist gut als Orientierung so ein bisschen, ne? Finde ich gar nicht so schlecht. Und ich höre ein Skelett, was gerade dabei ist, drauf zu gehen. Und wir sind schon wieder Level 27. Okay. Das ist gut. Aber da dürfen wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Wir können nicht schon wieder sagen, wir müssen nach Hause, weil wir Level 27 sind. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's erstmal nicht weiter. Die Schienen müssen wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Von hier. Oh, ups. Gut, da ist noch eine Kiste. Das ist die leere Kiste vom Anfang. Und hier dehnt sich die Mine auch nicht weiter aus. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen. Oh, Leute, eine neue Folge. Die in der letzten Folge ist sehr, sehr wenig passiert. Im Grunde haben wir nur unsere Diamanten in Sicherheit gebracht. Ah, hier ist alles voll. In Sicherheit gebracht. Das sind nur Spinnennetz. Das nehmen wir natürlich auch mit. Zack, mit Behutsamkeit. Also nicht denken, dass ich hier cheate. Wir haben Behutsamkeit auf eine Schere gelegt. Und damit können wir jetzt hier diese Spinnenweben abbauen. Braucht euch also nicht wundern. Und die Höhlentour geht schon etwas länger. Und die Hälfte von unserem Krams haben wir auch schon in Sicherheit gebracht. Okay, hier ist nichts mehr. Haben wir schon in Sicherheit gebracht, weil wir schlau sind. Hier geht's weiter. Warum ist die Fackel hier auf der falschen Seite? Die muss nach rechts. Stopp, Schere. Stein, Schere, Papier. Uah. Das mag ich mal gar nicht. Okay. Da geht's noch lang. Hier geht's noch lang und hier ist auch Kohle. Okay. Aber das dürfte Richtung Schlucht gehen. Ah, Moment. Da müssen wir die andere Spitzhacke nehmen. Ja, weil die bringt uns einfach mehr Punkte. Und auch mehr Kohle. Ja, gut, das Holz hier, das können wir mitnehmen. Da haben wir schon einen Stack. Ich würde ja gerne nochmal so einen Spinnspawner finden. Ja, würde ich schon ganz gerne noch einen finden. Und jetzt hängt die ganze Kohle hier in der Spinnwebe fest. Zack. Hat sich das auch wieder erledigt. Immer nicht vergessen, Fackeln zu setzen. Es gibt ja diesen Dynamic Light Mod. Den ich allerdings nicht benutze. Und das hat auch einen Grund. Nämlich,
man macht ja, da erzeugen ja die Fackeln auch, wenn man sie rumträgt, Licht. Und das Problem ist, finde ich zumindest, dass man dann nicht sieht, an welchen Stellen es dunkel und an welchen Stellen es hell ist. Okay, die Spinnenweben können wir auch mal abbauen, wenn wir da mehr Platz für haben. Okay, hier wieder eine Fackel hin. Also wenn da so ein Spinnenspawner ist, dann braucht man nicht immer extra wegen einer Spinnwebe. Okay, hier ist Ende im Gelände. Alles klar. Wegen einer Spinnwebe brauchen wir dann nicht immer die Schere rausholen, sondern haben da gleich en masse sozusagen. Ihr hört das Pochern. Wir sind also immer noch in der Nähe von der Absturzstelle. Ist also alles gut. Oh Gott, nicht, dass die Kohle anfängt zu brennen. Aber das ist kaum möglich. Das ist ja Kohleerz sozusagen. Steinkohle. Und die brennt natürlich nicht so schnell. Ganz klar. Zack. Und das nehmen wir auch noch mit. Ja, natürlich ist das jetzt hier nicht so interessant wie vielleicht das Bauen in Hundsgrab. Aber es gehört natürlich auch dazu. Denn wir brauchen auch für die ganzen Baustellen, die wir so haben, unglaublich viele Rohstoffe. Und dafür müsste man halt ab und zu mal so eine Höhlentour machen. Hier ist auch noch ein Gang. Und hier ist ganz schön dunkel. Uah. Gut. Ja, Kies nehmen wir auch mit. Kann nichts schaden für die Straßen. Können wir den immer gut gebrauchen. Ja, den da oben können wir aber in der Wand lassen, weil, wie schon gesagt, das ist nicht unser primäres Ziel. Diese Minen sind gefährlicher zum Verirren als Höhlen, also als normale Höhlen, denn weil alles so gleich aussieht. So. Hör doch auf. Hier leuchten wir jetzt nochmal aus. Ja, ich muss nochmal dran denken, dass ich Schienen mitnehme. Das vergesse ich jedes Mal. Hier ist Ende im Geländer. Das vergesse ich jedes Mal, Schienen mitzunehmen. Gut. Die nehmen wir mal mit. Hier ist ganz schön dunkel und da ist Eisen. Naja, hier ist eine Sackgasse, sozusagen. Ja, das wollte ich eigentlich auch mal machen, mir die Sackgassen markieren. Aber naja, gut. Ihr wisst ja, wie es ist. Und hier ist echt reichlich wenig Eisen. Ah, hier ist ordentlich Kohle. Ey, wenn wir hier lebend rauskommen, dann werden wir bestimmt wieder über Level 30 sein. Wahnsinn. Allein schon durch die ganze Kohle, die wir hier abbauen. Ich habe echt die Nase voll von dem Kohlemangel, den wir in letzter Zeit öfter mal hatten. Es liegt natürlich auch daran, dass... Okay, Monstermix. Von irgendwo werden sie kommen. Von rechts oder links? Wahrscheinlich eher von hier. Ja, von hier. Oh, oh. Ja, nichts passiert. Wir haben nichts abgekriegt. Nur ein paar Steine um die Ohren geflogen. Ja, oder das scheint eine größere Höhle hier zu sein. Ja, und vor allem ist hier oben auch noch ein Gang. Und da kommen sie natürlich auch her. Dann gehe ich erstmal hier in den Gang. Oh, Mann. Oh, Mann. Ihr wundert euch, dass ich die Fackeln jetzt links mache. Boah, das ist echt total weit verzweigtes Höhlensystem hier. Und hier sind Schienen, die werden wir gleich mal mitnehmen. Meine Herren, ey. Oh, falsche. So, das ist richtig. Und wieder die Kohle abgebaut. Mein Gott, haben wir viel Kohle. Hoppa. Oh, ist ganz schön dunkel hier im Gang. Auch noch, und seht ihr, wie viele Fackeln wir schon wieder verbraucht haben? Und ich habe keine Kiste gefunden bis jetzt. Was mich eigentlich so ein bisschen wundert. Hier geht's nach unten. Boah, hier geht's steil nach unten, aber hier ist nichts. Okay. Alles klar, der Gang ist also sozusagen tot, könnte man sagen. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen die Schienen wegspülen. Die auch noch. So. Oh, hier habe ich ein Stück Kohle liegen lassen. Das geht natürlich auch gar nicht. Hier sind auch noch Schienen, die wir mitnehmen. Ja, es ist ja eine neue Woche sozusagen. Das heißt, wir sind jetzt am, was ist denn heute? Mittwoch oder Donnerstag? Donnerstag dürfte sein. Ich bin nicht so durcheinander, dass ich nicht weiß, was ein Wochentag ist. Es ist einfach nur, weil ich natürlich an anderen Tagen aufnehme, wie die Aufnahme dann rauskommt. Könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen ungefähr. Da hinten ist eine Truhe. Da, ah, guck mal, hier geht's wieder raus. Wir sind jetzt einmal im Kreis hier rumgerannt. Alles klar.
Da müssen wir hier wieder zurück und dann nochmal die anderen Gänge erkunden. Alles klar. Da ist noch dunkel. Und hier ist auch wieder Eisen im Boden. Das ist gut. Das ist gut. Da ist auch noch alles dunkel. Okay, wir biegen jetzt mal immer rechts ab. Rechts abbieger. So, ein paar Schienen mitnehmen. Nicht vergessen. Denn die brauchen wir für die Eisenbahnstrecke nach Schlangenstein. Und natürlich auch zum Turm von Babel, wollte ich schon sagen. Zum Turm von dem Zordan, der ja einen Turm gebaut hat, und da wollen wir halt die Eisenbahnstrecke eventuell auch langlegen. Was war das jetzt? Gut. Alles klar. Was wir an Fackeln verballern, das geht echt auf keine Kuhhaut. Und ich würde ganz gern noch ein paar Truhen finden und eventuell in diesen Truhen, das wäre total cool, noch ein paar Namensschilder, dass wir unsere eisernen Kerle benennen können. Da geht's runter. Ich geh erstmal hier oben weiter. Hier ist noch Eisen. Eisen. Eisen sollst du suchen. Okay, hier ist auch noch Eisen. In der Wand. Wir sind jetzt nicht so tief, dass wir hier irgendwie die guten Rohstoffe, also Diamanten oder sowas, finden könnten. Aber macht euch mal keine Gedanken. An Diamanten haben wir erstmal ein ganzes Teil gefunden. Nämlich, wie ihr alle wisst, 50 Stück. Wow. Oh, hier ist alles zugekippt mit... Oh. Hier geht's auch überall noch weiter. Okay, hier ist noch Kohle. Und Eisen. Hervorragend. Ich muss ja mal einen Schluck trinken. Wir hatten ja auch in der Höhle... hatten wir auch schon einen Smaragd gefunden. Den haben wir schon in Sicherheit gebracht. Und da würde ich natürlich auch gerne noch mehr finden. Von den Smaragd-Dingern. Ah, ist auch noch Eisen in der Wand. Müssen wir auch mitnehmen. Das hilft alles nichts. Denn, das muss sein. So. Ja, bei den Eisenblöcken bringt Glück überhaupt nichts, ich weiß. Denn... Kleiner Huster schneide ich hinterher raus. Denn, da kommt sowieso immer nur einer bei raus. Genau, das wollte ich sagen. Ham, 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 ham. Würde Ufemann jetzt sagen. Oder der Shadows Calls, Kralls, Krulls. Der sagt das auch immer. Ich glaube, da hat der Ufemann das her, ne? Ich glaube ja. Ja, liebe Leute, dann wollte ich mich auch noch bedanken für eure ganzen Kommentare und für die vielen Klicks, die ihr auf die Videos gemacht habt. Das motiviert mich natürlich weiterzumachen, weiter an Hundskrab zu arbeiten. Ungemein motiviert mich das. Ich wollte eigentlich eine Fackel setzen. Okay. Aber es ist noch kein Monster über den Weg gelaufen. Das ist total eigenartig, dass uns noch kein Monster so richtig begegnet ist. Geht hier noch ein Quergang? Ja, hier gibt es noch einen Quergang. Wir haben natürlich auch schon einiges ausgeleuchtet hier. Boah. Ja, warte, das müssen wir jetzt mal wegnehmen. Denn ich glaube, hier geht es noch weiter. Ja. Ja, 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 ja. Das sah mir auch so aus, aber nicht sehr weit. Naja, gut. Naja, ist jetzt hier so ein bisschen leidliche Arbeit eines Minenarbeiters. Aber schaut mal, was hier in Kohle in der Wand sitzt. Hoha. Ausleuchten nicht vergessen. Und auch Erz. Ja, die Monster sind sehr zurückhaltend, finde ich. Wir haben jetzt ein paar Mal welche gehört. Einen Creeper haben wir auch schon gesehen. Aber sonst war das gar nicht so viel an Monstern. Bin ich natürlich froh rüber. Für euch ist es ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen langweiliger wegen der Action, die natürlich fehlt. Die Action. Aber, naja, gut, Leute. Es bringt uns voran. Und auch wenn ich jetzt das alles hier... Hab ich viel Kohle. Hab ich viel Kohle. Hier geht's nicht weiter. Aber hier... Hier... Sind wir von hier gekommen. Fackeln links. Von hier sind wir gekommen. Hier ging es noch runter. Hier ist auch noch Eisen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich höre eine Spinne. Könnte sein, dass die uns gleich in den Rücken fällt. Okay, da ist Lava. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Und ich höre einen Zombie. Ja, wir sollten hier dicht machen. Vorzugsweise erstmal mit Erde. Zack.
So kann man Chino-Tiger auch abbauen. Das tut auch nicht weh. Oh, nicht in die Lava fallen. Und es kann sein, dass die Ah, guck mal. Hier waren wir schon. Ah, nee, das ist jetzt entstanden durch unser... Ah, gut. Dadurch, dass wir das dicht gemacht haben. Gut. Hier noch eine Fackel hingesetzt. Was? Ja, jetzt werdet ihr aber albern. Ich glaube, jetzt kesseln sie uns hier langsam ein. Ich sehe noch keine Zombie-Nauten oder ähnliches. Hier sind die Fackeln rechts. Das heißt, sie sind in der richtigen Richtung, um weiter reinzukommen. Ja, ich würde mich da mal hier durchbuddeln. Ja, genau. Das sieht gut aus hier. Hier scheint es auch noch weiter zu gehen. Und das Ganze auch ohne Lava. Okay. Und, oh, Fledermaus. Ist auch überall noch... Oh wei. Auch überall noch Quergänge. Ah, Spinnenspawner. Okay, da ist ein Spinnenspawner. Wollen wir mal versuchen, den zu deaktivieren? Jetzt werden die gleich kommen, ja. So, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Boah, ey. Bist du irre? Gut. Alles geben. Finger auf die 1. Na, Mist. Okay, jetzt kommt die nächste Rutsche an Spinnen. Und Zombies. Geh, sterb. Ola, Zombie-Naut. Oh, der hat eine Kartoffel gedroppt. Wie cool. Finger wieder auf die 1. Fackel hin. Zack. Ein paar Spinnen sind bei rausgekommen. Ich renne mal kurz zurück. Hier ist alles safe soweit. Das ist noch ein Spinnenwebe. Die reißen wir mal weg. Moment. Das machen wir natürlich mit der Schere. Ja, jetzt kommt sie. Ja, die sind sehr schnell, diese kleinen Spinnen. Ja, gut. Komm her, Fackel oben drauf, damit er jetzt auch wirklich deaktiviert ist. So, jetzt ist er deaktiviert. Und was ist da? Ah, da ist, da hockt noch eine hinter der Wand. Da hockt noch eine hinter der Wand, eine Spinne. Genau hier. Da hockst du. Mistvieh. Wow. Okay, hier geht's auch nicht mehr weiter. Da oben geht's in die Höhle rein. Oben geht's in die Höhle rein. Da höre ich auch ganz viele Monstrositäten. Hier geht's aber auch weiter. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu hektisch mit meinen Bewegungen, dass ihr noch alles seht. Okay, aber hier ging's auch weiter. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Aber warum war denn jetzt da keine Kiste an dem Spawner? Da muss eine Kiste sein. Wir müssen gleich nochmal zurück. Wir müssen gleich nochmal zurück. Hier ist ganz viel Kohle. Hier geht's überall noch... Oh, Creeper. Okay, komm her. Nee, nicht explodieren. Komm. Oh, Mist. Okay, dann explodier halt. Dann sammeln wir wenigstens die Schienen hier ein. Ah, Kiste. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder in der großen Höhle hier. Wow, da sitzt die Spinne unter der Decke. 1. Heieieiei, die hat uns aber ganz schön zum Narren gehalten. Jetzt sind wir wieder in der großen Höhle. Oh, Creeper. Nee, komm. Ach, hör doch auf. Gibt's doch gar nicht. Da war eine Kiste. Die holen wir uns jetzt. Ja, 9 Lapis Lazuli. Können wir erstmal ein bisschen entmüllen. Eine Eisenspitzhacke, okay. Gold. Okay, eine Fackel. Die Kohle können wir auch mitnehmen. Gut. Aber kein Namensschild. Name Tag, auch genannt. Hoppa. Aber das Eisen nehmen wir natürlich wieder mit. Gar keine Frage. Und dann schauen wir hinten nochmal an dem Spawner, dass wir da eventuell... Okay. Dass wir an dem Spawner eventuell noch... Oh, guck mal, hier ist... Wir sind unter dem Sumpf. Und deshalb ist das Wasser, wenn wir das auskippen, jetzt auch braun. Ist auch witzig, oder? Und hier ist die Schiene eben gar nicht weggegangen, was mich eigentlich ein bisschen wundert. Jetzt. Ist das Wasser auch braun? Oh, Moment.
Ja, ich höre den Zombie. Boah, ist hier viel Kohle im Boden. Ich hoffe jetzt, wir müssen uns hier einen Ausgang lassen. Genau, so. Die nehmen wir auch noch mit. Lava ist hier keine, dafür sind wir noch viel zu hoch. Und hier so Grubenbuddeln ist immer, man gräbt sich da manchmal sein eigenes Grab. Okay, da müssen wir dann mal irgendwas vorsetzen. Hier ist noch alles sicher, wie es aussieht. Den Gold brauchen wir hier nicht. Und die olle Kartoffel, die können wir auch nicht mal wegwerfen. Weil wir haben so viele Kartoffeln. Ich bitte euch, Leute. So, hier mache ich mal dicht, damit uns hier keiner entgegenkommt. Und dann können wir hier nochmal Wasser einkippen, damit das auch alles sicher ist. Okay.